Was geht ab? Leute, heute mal ein ganz anderes Video, und zwar dachte ich mir, dass ich auch mal mich an die Flaggen rantraue und auch ein kleines Flaggenquiz mache. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wie das Spiel endet, also ob da vielleicht gesagt wird, ja, 10 Fragen oder 10 mal erraten, was für Flaggen. Ich habe keine Ahnung, wir werden jetzt einfach mal gucken, wie das ablaufen wird, aber ich hoffe, dass es nur ein kurzes, knackiges Video wird. Außer es macht natürlich so viel Bock, Alter, dann gehen wir noch mal ein bisschen länger rein in die Masse. Aber eigentlich wollte ich heute mal nur ein kleines Video machen. Und deswegen wechseln wir jetzt auch mal rüber und starten mit dieser ganzen Geschichte. Also, Weltquiz Geografie, Flaggen Europa. Ich bin gespannt. Leute, ich hoffe, ich blamier mich nicht. Let's go. Achso, Flaggen Europa spielen, Option. Ach komm, wir gucken mal Option. Was gibt's denn hier? Ton an. Ja, okay, Ton an. Viel Spaß. Anzahl Flaggen 46. Okay, lassen wir einfach mal alles. Bibliothek, okay, ist drauf geschissen. So. Gut, let's go. Ja, Österreich. Easy. Buff. Spanien. Buff. Warte mal, Schweden, wie sieht Schweden aus? Ist das Schweden? Ne, Lettland ist das. Ah! Dreckiges Spiel! Okay, es war Island, wa? Es war Island. Ui, was ist das denn, Alter? Aber es ist eigentlich ganz, Moldawien. Ja, ist doch safe, klar. Kennt doch jeder, oder? Sagt mal, seid mal ehrlich, Mann. Das dürfte, doch, das müsste Niederlande sein. Baff! Alter, Profi noch nie, ja komm, bam! Digga, Alter, noch nie was anderes gespielt. Doch, das ist Polen. Baff, was? Monaco, fick dich. Wie, aber warte mal, wie ist Polen dann? Ja gut, lassen wir mal so stehen, aber ich glaube, die haben, ich glaube, das ist falsch. Tschechien? Könnte sein, wa? Also Estland oder Tschechien? Warum Tschechien? Bam! Bruder, ja. Profi. Oha, 46 Dinger. Digga, das geht ja ein bisschen länger. Scheiße. Okay. Blau, gelb. Okra. Das kennt man doch, Alter. Norwegen. Bam. Ja, ich hier gar nicht lange. Serbien. Baff. Guck mal, wie schnell das geht. Das ist. Weißrussland? Tja, da keine Ahnung, aber ja, doch. Oh, tak, tak. Ja. Ach, schade. Dieses Geräusch ist so ekelhaft, ja. Das. So heißt so wie Dulli. Dünner Streifen. Dünner Streifen. Boah, ne, Lettland hatten wir schon. Dünner. Ist es? Nein, oder? Ach, Mist. Dänemark. Wie sieht denn Dänemark aus? Das hatten wir schon. Oh. Slowenien oder Slowakei? Ja. Frankreich. Ja, hier. Klar. Ist doch, kennt man doch. Ja. Uiuiui. Ach, das ist auch Dings klar. Ja. Ach komm. Ah! Manchmal muss man raten, wisst ihr, was ich meine? Ah, nein, da habe ich zu schnell gedrückt. Das wusste ich. Ey, Leute, das wusste ich. Kein Scheiß, Mann, das wusste ich. Bruder. Ja. Also ich würde jetzt Monaco sagen, aber mir war so, als wäre dieses eine was andersrum ist wie Polen Monaco gewesen. Aber ich...
Ja, scheiße, das war. Ach, verdammt. Ja, das ist. Ja. Ja. Oh, das kenne ich nicht. Das Land, I don't know. Das muss dann Polen sein, weil das andere war andersrum. Mist. Ja, oder? Ja, manchmal ist man ein bisschen verunsichert, ja, also. Ja. Nein! Ach, so sieht Schweden aus. Ja, wusste ich natürlich, aber. Ach du Scheiße. Doch, Schweiz, ja. Freilich nicht Schweiz. Wo kommst du her? Warte mal, das andere ist Slowenien. Slowakei, das ist Slowenien, ja. Montenegro. Der Adler könnte. Aber der Adler sieht anders aus, das muss, ja. Ui, was ist das denn? Luxen. San Marino. Oh, ihr müsst euch merken, kennt ihr das nicht und kennt das Land nicht, passt immer zusammen. Das muss. Ich habe mich nur verdrückt. Ich wollte eins höher. So, Ithaca. Das ist aber Slowenien. Nein, das ist Russland. Das ist Russland. Ui. Belgien, hoppala. Monaco, Malta, da kommt Malta, Takadak, Albanien, ja, kann nur das sein, Schweiz, ach ja, Digga, manchmal, wenn man so einfach normal guckt, passiert halt schnell, ne, Porto, Litauen, San Marino, Litauen, ja, ja. Ui. Okay, 34 von 46, ich würde sagen, ist ganz okay, ne, also sind natürlich 12 Sachen, die ich falsch gemacht habe, aber nicht verkehrt, oder, also, seid mal ehrlich, ist doch jetzt für mein erstes Game da drin, ist es doch nicht so verkehrt. Okay Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal gerne, falls ihr das Game auch gespielt habt, eure Punktzahl unten reinschreiben in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie gut ich ungefähr abgeschnitten habe dann. Weil hier gibt's ja leider kein Ranking oder so. Schade eigentlich, sodass man ungefähr weiß. Lasst mir sehr gerne ein Abo und einen Kommentar. Dies, das, da. Nächste Woche gibt es wieder ein ganz normales Video. Peace.